16. Dezember 1944. Unternehmen Wacht am Rhein beginnt. Es soll eine der letzten deutschen Offensiven im Westen sein. Der überraschende Angriff trifft die Alliierten hart. Doch das Wabank-Spiel geht nicht auf. Trotz anfänglicher Erfolge bleibt die Offensive stecken. Es kommt zu schweren Kämpfen und gewonnenes Land muss erneut aufgegeben werden. Januar 1945. Fortdauer der Angriffe im Raum Hoferlize-Oberwambach. Hoferlize wurde geräumt. Ein Gegenangriff bei Oberwambach und Schopach wurde zurückgewiesen. Januar 1945. Der Druck gegen die Nordostfront ist so stark wie bisher. Nur geringe Einbrüche. An der Südfront bei Diekirch konnte der Gegner einen Überraschungserfolg erzielen. Er überschritt die Sauer in breiter Front. Eigene Kräfte wurden abgeschnitten. Neue Kräfte sind am Herankommen. Der OB West ist nicht sicher, ob diese genügen werden. 21. Januar 1945. Die 9. amerikanische Armee verfügt als Reserve zurzeit über 3 Panzerdivisionen, eine Infanteriedivision und eine Luftlandedivision. Nördlich Sittard setzte der Feind seine Angriffe fort, ebenso gegen die Front der 6. Panzerarmee. Dabei erzielte er wiederum Einbrüche, sodass die HKL abgesetzt werden musste. Der Frontbogen wurde weiter eingeengt, um Kräfte freizumachen. Bei Diekirch Fortgang der Kämpfe. Das Eingreifen der Panzerlehrdivision und der 9. Volksgrenadierdivision verzögert sich wegen des Wetters und der Unmöglichkeit von Bewegung am Tage. Örtliche Kämpfe der 11. Panzerdivision sowie in den unteren Vogesen und bei Hatten. 23. Januar 1945. An der Nordfront der Heeresgruppe B wieder lebhafte Angriffe. Die 9. SS-Panzerdivision wurde durch die 9. Panzerdivision abgelöst. Damit sind alle SS-Verbände herausgelöst worden. Klares Wetter macht eigene Bewegungen am Tage unmöglich. Nachts ist der Zustand der Straßen sehr schlecht. Betriebsstoffmangel macht sich bemerkbar. An der Südfront der Heeresgruppe B weniger heftige Kämpfe. 24. Januar 1945. Bei Jülich Zunahme der Kampftätigkeiten. Saint-Vit, das bereits in der HKL lag, ging verloren. Im Raum Diekirch errang der Gegner weiteres Gelände. 25. Januar 1945. Fortgang der Angriffe. Keine wesentlichen Veränderungen. 26. Januar 1945. Bei der 5. Panzerarmee wiederum Angriffe, die eigenen Kräfte auf den Clerf-Abschnitt zurückdrängten. Bei der 7. Armee geringe feindliche Tätigkeit. Einiges Gelände musste freigegeben werden. 2 Divisionen stehen jetzt zum Schutz des bedrohten Abschnittes bereit. Glück auf und hallo, mein Name ist Headbreaker und ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem PBEM zwischen dem Hobbygeneral und mir in Combat Mission Final Blitzkrieg. Dabei wird Alex die Seite der United States Army übernehmen. Ich übernehme die Seite der Wehrmacht und wir werden uns in einem Quick Battle mit einem kurzen Satz Hausregeln, wie zum Beispiel keine Artillerie in der Aufstellungsphase reinrufen oder maximal 1/3 der Punkte auf dem Panzerungstab verwenden. In diesem Quick Battle halt gegeneinander messen und hoffentlich viel, viel Spaß haben und euch hoffentlich auch gut unterhalten. Jetzt haben Quick Battles ein kleines Problem. Im Gegensatz zu Szenarien kommen sie ohne irgendein Meta einher und deswegen müssen wir uns das selber stricken und ich würde sagen, da gehen wir auch gleich mal rein. Gut, wie kriegen wir jetzt Meta in das Spiel? Im Grunde genommen haben wir ein wenig was vorgegeben. Wir spielen nämlich im Januar 1945.
Das heißt im Großen und Ganzen nach Unternehmen, Wacht am Rhein, beziehungsweise Wacht am Rhein ist in Stocken gekommen, ist gescheitert. Und die Amerikaner treten zur Gegenoffensive an und gewinnen wieder Raum. Ich habe mir jetzt das Ganze überlegt, das Unternehmen wird hier quasi die Schlacht um Wils, die so ungefähr um den 24. rum, also 20. bis 24. stattgefunden hat. Und zwar ist Wils ein Ort in Luxemburg. Hier sehen wir mal ein Bild davon. Und dort gab es auch schwere Kämpfe. Wir werden nicht direkt um Wils kämpfen, weil CQB macht im Combat Mission nicht immer wirklich viel Spaß. So, wir werden quasi um eine Kreuzung nahe Wils kämpfen, die wir dann quasi in unsere Story einflechten. Wie war es in echt? In echt ist es so, wenn wir uns hier mal die Lagekarte angucken, hier haben wir zwei Linien drauf. Das ist die kleinere gestrichelte Linie, wo die Amerikaner schon deutlich mehr Gelände gemacht haben. Das ist vom 16. Januar 1945. Und wir sehen, dass die Amerikaner hier mit sehr, sehr vielen Truppen vor Ort sind, viele unterschiedliche Einheiten. Und das ist auch ganz praktisch, denn ich weiß ja noch nicht, welcher Truppengattung quasi Alex seine Einheit angehören wird. Ob er sich jetzt für Airborne entschieden hat, für mechanisiert oder für reine Infanterie. Und das Schöne ist, wir haben hier in dem Gebiet alles Mögliche. Denn wir haben sowohl die 26., 90. als auch 35., die in das Gebiet bei Wils verlegt hat. Wir haben in der Nähe, wo wir aber auch sagen könnten, okay, die haben jetzt einen Schwenker gemacht, die 11. Panzerdivision der Amerikaner. Und wir haben sogar die 17. Luftlandedivision, bei der wir halt sagen können, okay, die haben jetzt eine Kampfgruppe abgestellt, also ein Combat Command gebildet und abgestellt und gehen damit jetzt auf Wils vor. Und das ist, denke ich, ein großer Vorteil, dass wir hier diese Vielfalt an eigenen und auch feindlichen Einheiten haben. Denn ihr seht, auf der deutschen Seite sieht es ähnlich aus. Da haben wir zum Beispiel 167. Volksgrenadierdivision, die 5. Luftlandedivision oder auch die 9. Panzerdivision. Allerdings wird sich unser Szenario leicht unterscheiden und da gehen wir jetzt zu. Denn, wenn wir uns das Ganze mal angucken, habe ich hier mal eine Lagekarte absichtlich so ein bisschen schmierig nachgemalt. So sahen ganz gerne auch mal Feldlagekarten aus. Ja. Die Deutschen haben nicht wirklich taktische Symbole verwendet auf dieser Ebene und häufig haben sie auch nicht dazu geschrieben, wenn eine Division zum Beispiel Volksgrenadierdivision war, sondern angemerkt wurde, quasi wichtig waren dann Panzerdivisionen. Das sehen wir hier zum Beispiel 1. SS-Panzerdivision und die römischen Ziffern bzw. römisch plus Panzer dahinter gibt quasi, das sind die Armeen. Das heißt, das ist die 5. Panzerarmee. Und im Süden oder weiter südlich haben wir die 7. Armee. Und das trifft sich auch ganz praktisch, denn die Einheit, die ich hier genommen habe, die wir quasi repräsentieren werden, ist die 11. Panzerdivision. Das hat den Vorteil, dass die 11. Panzerdivision damals tatsächlich in dem Reservekorps der 7. Armee war. Und damit theoretisch sogar möglich gewesen wäre, dass diese hier dann quasi eingreifen könnte, zumindest eine Kampfgruppe davon. In Wirklichkeit ist es so, dass die 11. Panzerdivision weiter südlich eingesetzt war, zum Beispiel bei Diekirch und dort Abwehrkämpfe gefochten hat, immer mal wieder. Sie war aber, wie gesagt, im Januar 1945 auch in der Reserve. Unser Szenario sieht jetzt quasi vor, dass wir mit der 11. Panzerdivision jetzt eine Kampfgruppe bilden und quasi die Kreuzung bei Wils sichern, weil wir wissen, dass die Amerikaner darauf hinrücken und quasi Lücke zwischen der 167. Volksgrenadierdivision und der 9. Infanteriedivision quasi ausnutzen wollen. Und da sind wir auf dem Weg hin, wollen da jetzt quasi in die Bresche sprengen, diese Kreuzung sichern. Und der Feind will sie natürlich nehmen und wir versuchen damit quasi die 167. der zu ermöglichen, dass sie sich über diese Verkehrswege zurückziehen kann. Ist natürlich ganz grobes Szenario nur, soll aber halt helfen,
so ein bisschen Einstieg in das Szenario zu finden, um so ein bisschen Meta zu bilden. Gut, unseren Einsatzbefehl haben wir hier an den Divisionsstab 11. Panzerdivision vom 14. Januar 1945. Das heißt, sie sind frühzeitig in Bewegung gesetzt. Entschuldigung, ich hatte ja auch gesagt 16. 16. wollen wir kämpfen, ne? Entschuldigung. Die Division wird eine Kampfgruppe aus verfügbaren Teilen bilden. Zweitens, eingesetzt werden 3. Kompanie Panzeraufklärungsabteilung 11, 1. und 2. Zug der 1. Kompanie Panzerregiment 15, 2. Kompanie Panzergrenadierregiment 110. Die Kampfgruppe erreicht ohne Verstärkungskräfte am 16. Januar bis 6 Uhr die Außenbezirke von Wils. Verstärkungskräfte werden zugeführt, keine. Wir haben im Quick Battle keine Verstärkung. Beginn des Unternehmens. Um 13 Uhr ist der Angang auf die besprochenen Ziele durchzuführen. Das heißt, die Aufklärungsabteilung wird gestützt durch Panzer- und Halbkettenfahrzeuge, die Furt schützen. Die Panzergrenadiere werden die Anhöhe, den Wald und den Wald im Norden nehmen und Feind auffangen, gestärkt durch Panzer- und Halbkettenfahrzeuge. Hauptquartier wird in Osthamlet bezogen. Feindkräfte, genaue Zusammenstellung unbekannt, mögliche Teile 17. Luftlandedivision, 11. Panzerdivision, 26., 35. oder 90. Infanteriedivision. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir mal auf die Map, dann machen diese Befehle nämlich viel mehr Sinn. Dann sehen wir uns gleich. Na, Combat Mission sieht ja heute komisch aus. Nein, also ich habe mir hier den Tabletop Simulator gegriffen und habe mir gedacht, hey, mit dem kann ich doch das ganz schön machen. Habe die Karte, auf der wir spielen werden, mal nachgezeichnet und mir hier so ein bisschen Kleinkram dazu gebaut, weil ich finde, das passt irgendwie richtig gut zu Combat Mission. Ihr seht hier auch, ich verwende die deutschen taktischen Symbole aus dem Zweiten Weltkrieg. Lasst euch von denen bitte nicht abschrecken. Ich habe gehört, dass manche sich da wohl ein bisschen überfordert fühlen. Ich werde immer wieder erklären, was ich für Einheiten bewege. Wir werden es uns auf der Map angucken. Also lasst euch ein bisschen drauf ein. Ich finde, sie tragen sehr zur Immersion bei. Ich verwende dieselben Symbole auch im Spiel. Ihr müsst euch nicht immer hin und her umgewöhnen. Und es ist eigentlich echt praktisch. So, und dann wollen wir auf der Karte mal im Großen und Ganzen anfangen. Wir haben hier einmal die Mittellinie hier quasi. Das hier ist die Trennlinie zwischen den beiden Kompanien. Also es ist eine Abschnittstrennlinie. Das Symbol bedeutet hier Kompanie. Und wir benutzen hier halt unterschiedliche Kompanien. Hier rechts werden sich die Panzergrenadiere beschäftigen und hier links die Aufklärer, also die Panzerspäher. Ja, Panzeraufklärer. Genau, das ist jetzt keine 100% feste Linie, sondern das ist eher so, ne, so grob eingeteilt, damit man sich das besser organisieren kann. Grüne Blöcke, also hellgrüne Blöcke und Quadrate geben Zielmarkierung an. Ja? Das sind unsere Ziele, auf die wir angehen werden. Zwei liegen bereits auf unserer Seite, zwei sind auf Alex seiner Seite und eins ist quasi das Umkämpfte. Gut. Das Rote habe ich reingemalt, damit man so ein bisschen den Ablauf verstehen kann, beziehungsweise ich mir auch den Ablauf merken kann. Wir haben hier AL, steht für Ablauflinie, und dann haben wir hier DLs. Da eine und hier zwei. DLs sind Durchlauflinien. Das heißt, das sind Linien, die nach Möglichkeit zu dieser Zeit von der Einheit durchlaufen werden soll. Weiter haben wir die orangenen Symbole hier, beziehungsweise Kreise. Und mit Dichternamen, ist zur Geländetaufe. Damit teile ich mir mein Gelände so ein bisschen ein und mache mir dann markante Punkte, wenn ich denke, dass was wichtig ist. Wie hier habe ich es jetzt nicht benannt, weil das ist die Furt. Ah, es ist eine Furt, was soll ich dazu sagen? Aber es ist eine Furt, ist wichtig. Hier dieses Waldstück bei Schiller, das ist von Fahrzeugen befahrbar. Deswegen ist es für uns ein wichtiger Punkt, dass wir hier drauf achten. Goethe bildet für den Feind eine gute Position, um auf hier diesen Hügel zu schießen. Also hier befindet sich ein Hügel. Ja, das sehen wir dann im Spiel besser. Aber so von oben als Lagekarte geht das, denke ich, ganz gut. Brecht bildet die zweite Flanke, wo er auf den Hügel wirken kann. Und Heine ist ein Waldstück, wo er quasi hier rüber gut auf den Hügel angehen könnte. Und mir in die Flanke fallen kann.
Deswegen ist es wichtig, diese Punkte zu benennen. Gut, was sagen jetzt die Symbole aus? Im Grunde genommen geben diese Symbole immer einen Zug an. Ja, wir haben drei Züge in einer Kompanie. Diese drei Züge bilden jetzt quasi hier unsere Panzeraufklärer. Bei Fahrzeugen und Schwerpunktwaffen wie Maschinengewehren habe ich gesagt, pro Waffe quasi einen Block. Ja, weil wir haben zum Beispiel keinen kompletten Panzerzug und ich werde sie sehr einzeln auch einsetzen müssen. Auch wenn die jetzt hier zusammenstehen, wird es so da sein, dass wir den zum Beispiel später vorziehen und dann den nachziehen oder gegebenenfalls sogar, wenn der Feind hier stark drücken sollte, den verlegen müssen. Gut. Packen wir den wieder zurück. Genau. Fangen wir hier hinten an. Wisst ihr was? Fangen wir hier hinten an. Wir haben Off-Map-Waffen, also Waffen, die sich nicht auf dem Kartenbereich befinden. Und zwar haben wir 2x2 12 cm Mörser und 1x2 8 cm Mörser. Die befinden sich halt nicht auf der Karte. Dadurch ist die Anforderungszeit in der Regel ein wenig länger. Aber die bilden quasi unsere Schwerpunktwaffen von außerhalb. Dann haben wir hier nochmal jeweils einen Mörser, also zwei Mörser, die wir direkt mitführen. Und damit die Funkkontakt haben, ist hier ein Hauptquartier. Hier haben wir Halbkettenfahrzeuge. Übrigens ist das ganz gut zu erkennen, wenn wir da einmal draufgehen. Halbkettenfahrzeuge werden normalerweise, sind das auch Züge gepanzerte Infanterie. Das heißt, im Zweiten Weltkrieg ist das bei den Deutschen nicht mechanisiert, sondern gepanzert. Und deswegen ist das Grundsymbol von der Infanterie. Und dann hier hinten haben wir einmal quasi eine Kette und hier vorne ein Rad. Und das sagt Halbkettenfahrzeug. Wir auf beiden Seiten das Rad, dann ist es motorisierte Infanterie. Das heißt, eigentlich wäre das jetzt ein Zug motorisierte Infanterie, aber wir benutzen das Symbol für die Fahrzeuge. Hier haben wir noch einen Pfeil drin. Das hier wäre ein Kanonenfahrzeug. In unserem Fall sind das Sonderkraftfahrzeuge 251-9 Stummel. Die haben eine kurze 7,5 cm Kanone drauf und dieses Ding hat es teilweise echt in sich. Ich weiß nicht, wie häufig mir die Dinger schon den Arsch gerettet haben. Dann hier haben wir ein Maschinengewehr. Und das S bedeutet, es ist ein schweres Maschinengewehr. Ah, wir haben hier eins und hier eins und hier haben wir wieder ein Hauptquartier. Dieses Symbol, das Parallelogramm, steht für Panzer und mit den M drin ist es ein mittlerer Panzer. Wichtig dabei ist übrigens, bei den Deutschen wurden Panzer nicht nach Gewicht klassifiziert, sondern nach Kaliber. 7,5 ist ein mittlerer Panzer, 8,8 zum Beispiel ein schwerer und dann gibt es auch so Sachen wie 12 Zentimeter. Das wäre dann überschwer. Ja. Kanonenlängen gibt es übrigens dann auch so kurz, also Kanone kurz, normal, lang oder auch überlang, sehr lange Kanonen. Es gab mal so eine Prototypplanung für eine sehr lange Pantherkanone, um das Geschoss besser auszunutzen. Das wäre eine überlange gewesen. Hier das Symbol ist kein Halbkettenfahrzeug mit einer Kanone drauf, sondern schon grob einer Kanone, aber das ist das Symbol für Flak. Also das ist ein auf Halbketten montiert Flak. Ja, also hier haben wir ein Sonderkraftfahrzeug mit Flakkanone oben drauf. Die gehören bei der gepanzerten Art Infanterie zum Roaster quasi. Gut, wir sehen also, wir bauen hier einen Auffangschirm. Ich muss auch aufpassen, dass ich mich festlaber. Also wir wollen den Gegner einmal hier auffangen. Ja. Und wir wollen den Gegner natürlich hier auffangen, ins Einsatzziel dann quasi eindringen und hier auffangen. Unser Ziel ist es natürlich später mit dem Zug oder gleich am Anfang, wenn es geht, hier einzudringen. Und ihm damit hier das zu verwehren, dass er uns flankieren kann auf den Zentralpunkt. Deswegen habe ich mich auch hier für gepanzerte Infanterie entschieden, damit wir möglichst schnell in unsere Ziele kommen. Das Einzige, wie ich denke, dass Alex wirklich schneller in seinen Zielen sein könnte, wäre, wenn er motorisierte Infanterie nimmt. Die ist im Regelfall ein bisschen schneller. Das Gelände ist aber bei ihm mit den Brücken, also ich weiß, dass er hier oben startet, ist bei ihm hier schwierig mit den Brücken.
Und bei mir ist es hier durch die Wälder begrenzt, weil viele der Wälder sind nicht befahrbar. Ja. Das heißt, wir gewinnen hier auch sehr wenig, aber dafür haben wir hier bei den Panzeraufklärern dann quasi die Sonderkraftfahrzeuge als Feuerunterstützung mit dabei. Und außerdem sind die Gruppen zwar kleiner von den Panzeraufklärern, aber sie haben trotzdem zwei Maschinengewehre. Es sind nur 6-Mann-Gruppen im Regelfall. Sie haben nur 2 Maschinengewehre und sie haben im Regelfall einen guten Erfahrungsgrad. Und ich denke, dass hier eine Kompanie auch reichen sollte, um ihn aufzufangen. Ich mache mir eher Sorgen um das Zentrum und rechts. Rechts können wir aber uns zur Not einfallen lassen und sind dann quasi hier in der Rückhand. Da muss er auch an unseren Panzern vorbei. Panzer sind unser großer Vorteil, weil die Amerikaner nicht so viel im Petto haben, was dem Panther wirklich gefährlich sein kann. Aber wir wollen es nicht beschreien. Wenn er sowas wie einen Jackson mitgenommen hat oder Hellcats oder auch 76er Shermans, dann kann er uns, wenn er uns unglücklich erwischt, gefährlich werden. Gut ist, dass diese Karte ihm wenig Möglichkeiten gibt, uns zu flankieren, wenn wir mal gucken. Gut, die Karten erspare ich euch jetzt erstmal. Grob ist die Phase ja so erklärt und dann hopsen wir auch mal ins Spiel. So, und damit sind wir dann auch im Spiel. Und ihr seht, ich habe hier meine Einheiten aufgestellt, nach Möglichkeit so, dass es so wenig wie möglich Staus gibt. Das heißt, wir haben hier unsere Panther vom ersten Zug. Die werden hier rüberfahren. Und hier drüben dann quasi in Stellung gehen, die haben den dritten Zug der Panzergrenadiere obendrauf. Die sitzen da munter freundlich auf diesem Fahrzeug. Ja, quasi der gesamte Zug. Der wird mit den Panzern hier rüberfahren, wird hier absetzen, sich in den Wald schlagen. Ich denke, das ist ganz gut, denn dadurch haben wir die SD-Kfz hier oben frei. Dann haben wir hier den ersten und den... du gehörst zu Dings... ersten und hier den zweiten Zug plus HQ-Einheiten plus MGs plus Sonderkraftfahrzeuge mit Flak obendrauf. Denn eins der Flak-Fahrzeuge soll ja hier hin, das andere soll hier in den Bereich. Und diese werden abwechselnd über 2 Routen anfahren. Das heißt, sie werden hier anfahren und hier anfahren. Dadurch entsteht ein kleines Durcheinander. Das können wir aber vor Ort relativ gut fixen. Die Einheiten, die beiden Züge kämpfen sowieso dicht beieinander. Ich denke, das bekommen wir hin. Hier drüben haben wir dann den zweiten Zug. Der zweite Zug wird mit dem vorgeschobenen Beobachter, der uns dann ab der ersten, also nach dem Initialzug, dann quasi Artillerie hier auf den Target-Referenzpunkt holt. Das ist einfach, wir wollen dort sperren, so gut wie möglich. Wir wollen verhindern. Also ich werde da jetzt nicht gleich eine volle Salve draufhauen, weil natürlich wird er versuchen, hier Kräfte drüber zu bringen. Aber ich möchte ihn den Weg unangenehm machen. Ich möchte dafür sorgen, dass er diesen Weg eigentlich nicht benutzen will. Ja? Denn wir sehen, er kommt hier nicht durch den Fluss im Regelfall durch. Hier kann er nochmal rüber, aber hier unten kann er nicht einfach rüberqueren. Ja? Das heißt, er hat im Grunde genommen 3 Wege dort runter. Einer hier, einer dort, einer hier. Und ich möchte ihm hier diesen Weg, den will ich ihn einfach unangenehm machen. Ich will dafür sorgen, dass er da nicht so gerne lang will. Und deswegen werde ich ihn einfach harassen. Das heißt, dann schlägt er alle paar Sekunden eine Mörsergranate ein. Und dann kann ich hier in Ruhe in Aufstellung gehen. Normalerweise würden wir jetzt in einem reellen Szenario sein, würden wir hier Pre-Planned Arty hinsetzen. Laut Hausregeln ist das aber verboten. Deswegen gehe ich mit dem Target-Referenzpunkt diesen Umweg. Ich denke, dass Alex das nicht irgendwie falsch verstehen würde. Und wie gesagt, es macht einfach Sinn, hier zu sperren. Ja. Ich weiß nicht, ob Alex mitgekriegt hat, dass er hier Panzer rein verlegen kann. Das würde diesen Weg viel noch beliebter machen. Und ich muss den einfach sperren, weil ansonsten kann er mir hier zu schnell während meiner Aufbauphase auf den Sack gehen und das will ich verhindern. Ansonsten werde ich am Anfang keine Artillerie einsetzen. Wie gesagt, auch jetzt, der Angriff ist noch nicht geplant, das kommt in Runde 1 dann. Dann dauert es noch 2 bis 3 Minuten. Das heißt, er kann auch schon Kräfte rüberbringen. Ja? Also wir haben da ganz klare Verzögerung.
Akkueinheiten werden sich hier zu Fuß bewegen. Hier haben wir einen Teil der Panzerspäher, die mit Sonderkraftfahrzeug in diese Richtung verlegen werden. Werden hier absitzen, wie schon auf der Karte besprochen, werden hier eine Auffangposition bilden und gegebenenfalls sollten die Feuer reinbekommen, zurückfallen auf diese Höhe. Ich muss ihn hier ja nur auffangen. Ich möchte ihn nach Möglichkeit natürlich aufklären und ich möchte ihn stören können. Das heißt, sollte er hier versuchen rüberzusetzen, möchte ich ihn dann natürlich erwischen. Aber es ist nicht wichtig für mich. Die Panzerspäher sollen verhindern, dass er hier durch kann. Und das heißt, sollte er hier zu sehr drücken, dann fallen wir hier zurück auf diese Höhe. Gegebenenfalls sogar noch weiter zurück. Aber der Vorteil ist, wenn wir auf diese Höhe zurückfallen, können wir alles, was hier durch die Wälder kommt, beschießen und können ihn dort weiter auffangen. Ja. Die bekommen auch Sonderkraftfahrzeuge und vor allen Dingen bekommen sie hier die erwähnten Sonderkraftfahrzeuge 251-9, die sogenannten Stummel. Richtig schöne Fahrzeuge. Ich mag die Kisten. Großer Fan. Haben mir schon häufig den Arsch gerettet, haben jeweils 6 Heat dabei und das reicht, um die meisten Fahrzeuge zu durchschlagen. Gerade weil das eigentlich distanzunabhängig ist. Gut, und dann möchte ich auch gar nicht so viel weiter jetzt in der Situation quatschen. Ich denke, wir gucken uns das Ganze dann nach und nach, wenn sich das aufbaut, an. Wir hoffen mal auf nicht zu große Staus, aber ich denke, das kriegen wir hin. Also, bis gleich quasi. So, damit haben wir jetzt den ersten Zug gesehen. Wir sehen, die Einheiten sind hier unterwegs, bewegen sich nach vorne. Hier haben wir zwischendurch einmal kurz ein Auffahren gehabt. Wir gucken mal, ob wir das so regeln können, dass wir den hier allen
Da müssen wir ein bisschen rangehen. Okay, das können wir machen, dass wir den hier allen 5 Sekunden mehr geben. Damit hier es hier nicht zu einem weiteren Auffahrunfall kommt. Denn ansonsten kann es passieren, dass die Fahrzeuge sich entscheiden, hey, ich fahre woanders lang. Und das sorgt dann gerne dafür, dass die Einheit dann quasi sich gegenseitig blockieren. Das kann zu den witzigsten Unfällen passieren und macht keinen Spaß. Hier setzen unsere ersten Späher ab und machen sich jetzt auf den Weg. Und wir schnappen uns jetzt mal den netten Herrn, unseren Forward Observer, der hat trotzdem Kontakt zu seinen Batterien. Und wir bitten ihn jetzt mal, Area Track, hier, 2 Mörser, Harass, wir sagen schon Long, wir können ja jederzeit einen neuen Befehl dazu geben, und sofort. Wofür das sorgt ist, dass Alex erstmal sich überlegt, ob er diese Furt wirklich weiter verwenden will. Und das ist für mich deshalb wichtig, weil natürlich umso schneller er da drüber wegprescht, umso schneller ist er hier. Ja? Wir müssen jetzt also hoffen, dass unser Sonderkraftfahrzeug hier sogar relativ zeitnah ankommt. Deswegen, wir machen hier mal einen Jagenbefehl draus. Nicht, dass Alex hier schon mit einem Fahrzeug vorprescht und im Zweifelsfall uns da vor der Nase steht. Ich erwarte es nicht unbedingt, aber die Möglichkeit gibt es natürlich. Ansonsten sollte unsere Infanterie, hat die Durchlauflinie und so, das sollte alles passen. Hier brauchen wir natürlich noch, unsere Panzer sind jetzt erst bei der Biegung, geben jetzt aber im Grunde genommen Kette. Gerade hier auf dem langen Stück können sie ein bisschen mehr. Und wenn die hier vorne sind, sitzen die ab. Ich denke schon, dass sie schneller aufbauen, zumindest als seine Truppen hier oben. Aber wir müssen natürlich aufpassen. Und damit würde ich den ersten Zug auch schon wieder zurückschicken, weil wir eigentlich nicht so viel zu tun haben. Und wir gucken dann mal, was gleich zurückkommt. Also.
Gut, damit ging dann auch der zweite Zug zu Ende. Und wir haben hier unten so ein kleines Verkehrschaos. Das hat sich jetzt aber zum Glück mehr oder weniger von selber gelöst. Wir werden dem Kollegen hier, der Abstand sollte groß genug sein, hier werden wir nochmal 5 Sekunden Pause geben. Ja, wir werden das hier mal durchziehen, dass wir hier den allen nochmal 5 Sekunden Pause geben. Ich glaube, die Zeit können wir uns erlauben. Und dann sind wir hier, glaube ich, mit unserer Verkehrsführung ganz gut. Panzer kommt hier an. Hier werden wir vielleicht leichte Verspätung haben mit unserer Durchlauflinie. Gut, das Fahrzeug, das könnte das schaffen, sehen wir dann. Aber da haben wir eventuell eine Minute Verspätung. Ich sehe Alex bisher aber noch nicht. Weswegen ich denke, dass sie insgesamt von unserer Zeit hier gut sind. Die sind ready, sind unterwegs, bewegen sich. Wir haben hier unseren Stummel vor Ort. Der kann hier allerdings noch nicht hinwirken. Das ist die Höhe. Das heißt, wir sagen ihm so ungefähr hier soll er hinjagen. Sollte er dort Feinde erkennen, müssen wir ihn dann zurückziehen. Ich hoffe, dass er nicht gleich dann hops geht. Wird gefährlich. Also Alex kann hier in 3 Minuten locker sein. Wird gefährlich. Aber es kann sein, dass wir den Stummel da dann schon verlieren. Das wäre schlecht, weil wir den Stummel natürlich brauchen, um dort gegebenenfalls gepanzerte Fahrzeuge abzufangen. Gut, ansonsten sind wir hier on track. Und werden jetzt diesen KPZ zu dieser Position vorziehen lassen. Wir könnten jetzt den gedeckte Stellungbefehl benutzen. Den benutze ich eigentlich ganz gerne. Das Problem ist, da kann man sich nie ganz sicher sein, ob das passt. Deswegen sagen wir dem jetzt letztendlich bis hier vorne hin. Sicht darüber und wir können mal kontrollieren, wo er dann hinwirken kann. Also Wirkbereich ist im Großen und Ganzen gegeben. Er kann uns dann die Straße runterwirken, ist aber in der teilgedeckten. Der KPZ kann wirken, der Panther, und wird dann natürlich später nachziehen. Eventuell werden dadurch den Zaun brechen und uns dann hier eine von Bäumen teilgedeckte Position suchen. Da müssen wir mal gucken. Oder wir nehmen hier die teilgedeckte der Straße. Das macht eigentlich ganz gut Sinn. Dann brauchen wir nicht dort durchbrechen. Ansonsten ist der HQ-Trupp hier gleich vor Ort. Sieht natürlich auch noch nichts. Sie sind gleich vor Ort. Und dann stehen wir ungefähr auf Hälfte der Karte. Wir müssen dann natürlich zusehen, dass Alex uns noch nicht sofort aufspäht. Und wir müssen auf diese Fahrzeuge auch ein bisschen aufpassen, weil die mit ihren, die haben alle nochmal Panzerfäuste drin oder fast alle. Und sogar hier Panzerfaust 100, mit denen wir unsere Panzeraufklärer, die sonst nur Panzerfaust 30 und 60 dabei haben, natürlich dolle verstärken können. Außerdem müssen wir immer aufpassen, dass auch zwei Leute drin sitzen, weil manche, wie dieser hier, der hat keinen Schützen drin. Und das heißt, den werden wir jetzt einfach im Falle, dass wir hier schnell weg müssen, quasi rückwärts hin verlegen, dass der quasi später umsetzen kann. Hier haben wir einen Schützen, der ist auch oben. Und das MG wird jetzt also von hier hinten mit sichern. Hier haben wir keinen Schützen drin. Hier haben wir eine Panzerfaust 30 drin. Das ist okay. Das Fahrzeug können wir ein wenig mehr exponieren. Und wird dann letztendlich zusammen mit dem anderen Fahrzeug hier wachen. Das hat auch noch den Vorteil, dass eventuell der Gegner lieber auf das MG-Fahrzeug schießt und nicht auf den mit dem Stummel. Muss nicht so kommen, kann aber. Das ist dann manchmal, das ist dann dieser Glücksfall. Ich weiß nicht, wer mein PBM gegen Trüssel gesehen hat.
Aber da hat man genau so einen Glücksfall gesehen, wo dann quasi die Sonderkraftfahrzeuge mit dem Maschinengewehr abgeschossen worden sind und nicht die mit dem Stummel. Gut, ansonsten würde ich sagen, lassen wir das erst nochmal weiterlaufen und gucken, was dann nächste Runde passiert. Das wird dann aber im nächsten Part sein. Für diesen Part verabschiede ich mich. Ich bedanke mich vielmals für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das Format gefällt euch so und auch mit der Farbkonstellation. Ich fand dieses Entsättigte doch irgendwie schöner. Ihr könnt mir dazu ja mal Feedback dalassen, würde mich sehr freuen. Allgemein freue ich mich immer sehr über Kommentare, weil ich mich natürlich auch gerne verbessere. Und ja, lasst mir doch einen Kommentar da oder vielleicht, wenn es euch gefallen hat, sogar ein Like. Ich weiß, Like-Bettelei nervt, aber es hilft mir wirklich, um zu sehen, welcher Content gefällt euch und welcher nicht. Und Verbesserungsvorschläge sind immer gern gesehen. Also habt noch einen schönen Tag, macht's gut, bis denn dann und denkt dran, Speer voran!